Aus dem FF, die Frauenfußball-Talkrunde. Immer montags, Diskussionen und Analysen, kompetent und sachlich. Zu den Spieltagen der Google Pixel Frauenbundesliga, der Women's Champions League, der Frauenfußballnationalmannschaft. Ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein bewegtes Wochenende ist hinter uns mit vielen Erlebnissen, die wir hatten in den Pokalspielen oder auch bei der Champions League. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe. Ja, am Wochenende war ich beim SC Sand gegen FC Bayern München und da habe ich dann jemanden getroffen, beziehungsweise er hat mich angesprochen, das ist der Herr Michael gewesen. Nachnamen weiß ich nicht, aber ich möchte ganz kurz einen Teil seiner Frage beantworten. Wir haben das so ein bisschen recherchiert. Er fragte, warum Eintracht Frankfurt nicht das FSV Frankfurt Stadion nutzt, um eben halt mehr Sichtbarkeit zu erlangen, mehr Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Die Antwort ist einmal, FSV Frankfurt spielt in der dritten Liga, da muss man drauf Rücksicht nehmen. Dann ist es in der Nähe des Eisstadions von den Löwen Frankfurt, auch da muss man dann wieder Rücksicht drauf nehmen. Die werden ja auch ausgetragen am Freitag, Samstag oder Sonntag, die Spiele, je nach Regelung. Ja, und dann gibt es auch hin und wieder eine Football-Veranstaltung. Ja, das sind so die Punkte, wo man drauf achten muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass da sicherlich Eintracht mal hier und da mal guckt, aber lasst sie doch im Brentanobad spielen und im Deutsche Bank Park. Oder, Charlotte? Ja, natürlich wäre das FSV-Stadion von der Größe her halt optimal. Da gehen, glaube ich, 12.000, glaube ich, gehen rein. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das wäre natürlich eine optimale Größe für Spiele. Besser wie in einem Stadion zu sein, wo 60 reingehen und dann nur 10 drin sind. Also von daher wäre das sicherlich für die Zukunft was, was man überlegen muss oder gucken muss, ob wir da reinkommen oder zumindest für Highlight-Spiele da reinkämen. Aber das ist halt vom Spielplan abhängig. Aber ich finde Und schön, vom dass der FSV. Michael mich angesprochen hat. Das ist ein Zuschauer von unserer Talkrunde. Und dann sieht man doch, dass irgendwo der Talk gehört wird, dass wir nicht ganz unbekannt sind. Andreas, ist doch eine schöne Sache, oder? Auf jeden Fall. Freue mich auch, wenn ich angesprochen werde in München am Campus oder auf dem Weg dahin. Ja, wer uns sieht, gerne ansprechen und wir diskutieren dann auch gerne, wenn es sachlich und interessante Ideen sind. Ja, das war wirklich, der hat mich da angesprochen. Wir sind zur Seite gegangen, haben dann kurz vor dem Spiel drüber gesprochen. Ich wusste jetzt keine Antwort, ist ja klar, ich kenne mich da bei FSV Frankfurt nicht aus und in Internas insgesamt. Und dann habe ich eben halt das mit Charlotte und Natascha ein bisschen recherchiert und da sind die Antworten. Mehr können wir im Augenblick da auch nicht zu sagen. Ja, dann haben wir eine kurze Eilmeldung, der U20-Nationalmannschaft, die ja weitergekommen sind, trotz Niederlage. Sie spielen am 12. September gegen Argentinien. Das Spiel wird live übertragen auf FIFA Plus. Und das ist alles kostenlos, dass alle Bescheid wissen. Ja, dann haben wir eine traurige Geschichte oder eine nachdenkenswerte Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Spiel Köln gegen Gladbach hat es eine Rauferei gegeben und das ist eine unschöne Szene gewesen. Der Fanclub hat das von Rot-Weiß, hat das auch soweit bestätigt. Bitte? Rot und Wies. Okay, Wies. Die haben das auch bestätigt, dass da so ein Vorfall war. Ein Mitglied von denen ist also nach dem Spiel angegangen worden von zwei Gladbacher Fans. Wir können nur das, oder ich kann nur das weitergeben, was auch in den Medien geschrieben worden ist. Und die Polizei ermittelt, ist dabei. Der Fan ist im Krankenhaus eingeliefert worden. Das sind Sachen, ja, die gehen einfach nicht. Das kann nicht sein.
dass wir im Frauenfußball Zustände bekommen, wie es ab und zu dann mal im Männerfußball ist. Möchte da einer was von euch zu sagen? Das hat mich ein Andreas? bisschen geschockt, wie ich es gelesen habe am Sonntagabend. Fand es ja einfach nicht schön und das feige halt. Ich finde sowas auch feige einfach, ja, wenn man das macht. Es Ja, ist das eine ist wirklich. Information vom Männerfußball rüberschwappt und hoffentlich kann dem Einhalt geboten werden, bevor es wirklich überhand nimmt, weil solche Auswüchse aus dem Männerfußball oder dem Fanwesen aus dem Männerfußball, die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss nach dem Spiel meine Mütze und meinen Schal irgendwo in eine Tasche packen, damit ich ja nicht mehr als Fan des einen Vereins zu erkennen bin, das ist doch traurig. Und ich frage mich, was im Kopf von solchen kranken Idioten vor sich geht, die meinen, man muss auf andere Fans einprügeln. Also hoffentlich kann man dem rechtzeitig Einhalt gebieten. Ja, ob es ein Männerfan war, das wissen wir jetzt nicht ganz genau, weil es noch alles ermittelt wird. Nehmen wir mal, sagen wir einfach mal, ist ein Fan gewesen, aber der hat sich da völlig daneben benommen und wegen eines gegnerischen Schals offensichtlich zugeschlagen und verprügelt. Also sowas Ich meine, ist. es ist noch mehr nicht verständlich. Gladbach ist ja weitergekommen, ja. Wenn es jetzt noch umgekehrt gewesen wäre, in Anführungszeichen, kann man es noch ein Stück weit nachvollziehen, aber so kann man es erst recht nicht nachvollziehen, ja. Also macht es Ja, noch abstruser, das Ganze. schlimm, muss ich sagen. Und da fällt mir jetzt nur ein, ganz kurz darauf hinzuweisen, SC Sand gegen Bayern München, das war eine tolle Atmosphäre von Sandfans und von Bayernfans, von dem Stadionsprecher, der die Stimmung gemacht hat, der aber die Bayernfans mit einbezogen hat. Also der sie nicht als Außenseiter gesehen hat oder irgendwie Gäste nur, sondern sie mit zum Beispiel mit Stimmung und mit Namen rufen und so mit einbezogen hat. Und das ist eigentlich eine Sache, die gut ist und die richtig ist, dass man als Heimmannschaft auch die Gästefans berücksichtigt, die mitnimmt und dann kommt es auch nicht zu solchen Auswüchsen. Gut, dann kurz und bündig, Eintracht Frauen sind beim Champions League raus gegen Sporting Lissabon. Charlotte. Ja, irgendwie, ja, schade einfach, aber es ist, wie es ist. Ich denke, wir hatten, was aber nicht unbedingt eine Entschuldigung sein sollte, aber wir hatten sicherlich den schwierigsten Gegner im ersten Spiel in diesem Miniturnier gehabt. Ich glaube, wenn wir gegen Breitjavik oder gegen Minsk als erstes gespielt hätten, hätte es vielleicht samstags anders ausgesehen. Aber das ist keine primäre Entschuldigung. Sie haben es halt einfach nicht geschafft, das umzusetzen, was sie machen wollten, was sie vorhatten, und sind dann natürlich dem Ganzen auch noch ein Torwartfehler im Endeffekt voraus, der zum 1-0 geführt hat, und diesem 1-0 sind sie halt dann 90, 70 Minuten hinterhergelaufen und haben einfach keine Mittel und Wege gefunden, ihr Tor vorne zu machen. Und das ist das, was uns ja auch schon seit langem begleitet. Wir sind im letzten Drittel, kriegen wir es einfach nicht geregelt und machen unsere Tore. Das ist eine Krankheit, die wir haben und die irgendwie auch aus allen nicht rauszukriegen ist. Und ist Ja, schade, aber jetzt es ist, wird natürlich auf die Mannschaft draufgetrommelt, auf den Trainer ja. draufgetrommelt. Es wurde auch schon so quasi gesagt, jetzt nimm noch mal Stellung und sag mal was. Nein, ich sage nichts. Ich war selber Trainer. Ich werde niemals was gegen den Trainer sagen. Ich werde auch keinen Trainer rausschmissen fordern, in keinster Weise. Andreas, wie siehst du die Situation bei Frankfurt? Also jetzt mal so als Außenstehender gesagt, ist das schon gelinde gesagt eine Katastrophe für Frankfurt und für die Entwicklung, die man sich dort vorgenommen hat. Also die Mannschaft selber hat es ja verbockt. Die werden einfach ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Natürlich kann man jetzt viele Erklärungen finden, wenig Vorbereitungszeit und da
in Island schlechte Bedingungen oder Kunstrasen oder was weiß ich. Aber unterm Strich, sie haben den Anspruch, Champions League zu spielen, und dann nützt es auch nichts, wenn man hinterher postet, wir müssen endlich zu einer Mannschaft werden, die die Spiele gewinnt, oder das war einfach zu wenig. Weil hinterher nützt das nichts, auf dem Platz gilt es, und da nicht zum ersten Mal. Wenn es wirklich darum geht, stimmt halt die Leistung der Mannschaft nicht. Und warum ich sage, eine Katastrophe, also ja, Katastrophe ist was anderes. Also eben schlechte Im Situation. sportlichen Sinne. Ja, weil der Druck auf der Mannschaft in Liga und Pokal ist jetzt natürlich enorm. Und jetzt mal von Frankfurt wegkommend, will ich bloß sagen, es gibt in anderen Ländern eben zusätzliche Pokal, eine Art Ligapokal. Das wäre jetzt für Frankfurt eine Situation, wo eben nur die Mannschaften der ersten und zweiten Liga spielen dann diesen Ligapokal aus, ne? Ich komme jetzt wieder mit England als Beispiel. Das wäre jetzt für Frankfurt eine Möglichkeit, um einen weiteren Titel zu spielen. Auch unter der Woche, wenn die anderen dann Champions League spielen, dass man nicht daheim sitzt am Fernseher und muss sich das anschauen, sondern da hätte man selber seine Spiele in diesem Ligapokal und hätte auch die Möglichkeit zu rotieren. Weil wo willst du jetzt mit deinem großen Kader groß rotieren? Die Top-Spielerinnen, die Nationalspielerinnen, die sagen ja von einem Wochenende zum nächsten, da bin ich gut erholt, da will ich spielen. Ich will nicht auf der Bank sitzen und 2 Wochen warten, bis ich wieder zum Einsatz komme. Ich muss mich ja zeigen, auch für die Nationalmannschaft. Also es ist eine schlechte Situation, aber leider hat sich die Mannschaft eben selber zuzuschreiben. Das war ein schlechtes Spiel. Da, mir fehlte die Spannung bei Pässen, bei Schüssen. Also Spannung heißt für mich, dass ich dann mit Energie reingehe, dass ich bei den Distanzschüssen Energie habe. Freistoß, ich glaube, Kleinherrn hat den Freistoß geschossen, der ging oben drüber. Da fehlte mir so diese Spannung beim Freistoß. Auch der Wille, dass der da auch irgendwo aufs Tor geht. Das, ja, also wenn die Presse schreibt, es war eine Katastrophe, ja, irgendwo eine Katastrophe, das Spiel. Ich möchte auch nicht unbedingt immer die Entschuldigung Kunstrasen und sowas benutzen, Wetter, aber wer schon mal auf Kunstrasen gespielt hat, Leute, das ist eine absolute Scheiße. Wenn du nur Rasen gewohnt bist, den Naturrasen, und musst dann mal auf Kunstrasen spielen. Das ist nicht so einfach. Da kannst du auch 5 Wochen vorher trainiert haben. Das ist ein anderes Gefühl, auch vom Laufen her. Das nimmt dir irgendwo Geschwindigkeit weg. Das ist unglaublich. Sicherlich, für technisch gute Mannschaften ist das eine tolle Sache. Da hoppelt nichts. Ja, das geht da schön über die Fläche der Ball. Aber es ist eben halt ein anderes Spiel, ganz einfach. Und das Wetter hat auch eine Rolle gespielt, denke ich mir mal. Wobei ich dann wieder vermisst habe, dass man in der zweiten Halbzeit mit Wind sich so positioniert, dass man Distanzschüsse machen kann. Also, das gebe ich auch als Trainer normalerweise immer vor. Also, wenn ich versuche, die erste Halbzeit zu überstehen, wenn ich jetzt gegen den Wind spiele und dann die zweite Halbzeit für mich nutze. Oder die erste Halbzeit, wenn ich mit Wind spiele, da wird gefeuert. Und das habe ich eigentlich bei Eintracht dann doch vermisst, dass da die Schüsse kommen aus der zweiten Reihe, dass die Barbara Dunst und egal wer, die Bälle sich vorgelegt und die vorgelegt bekommt und dann wird draufgeschossen. Ich glaube, die Torhüterin wäre nicht so stark gewesen, um sowas dann zu halten. Also es sind viele, viele auch taktische Fehler gemacht worden. Jetzt möchte ich aber wirklich nicht dich da in Charlotte, wir wollen hier nicht den Eintracht Frankfurt hier völlig zerreden. Es ist nur Nein, mein ich Eindruck. glaube, die wissen alle, was sie verkehrt gemacht haben. Und das Blöde ist halt, du kannst es nicht ausbügeln. Das ist der Richtig. Punkt. Und das ist halt, sag ich mal, das Gute ab nächstem Jahr, dass dann der zweite und der dritte noch in diesen neuen Wettbewerb kommt, der ab nächstem Jahr ist. Also insofern ist das dann, ja, noch mehr Anreiz dann auch, ja, oder
in Anführungszeichen ist es nicht ganz so schlimm, wenn du das verlierst, ja. Also das erste Spiel verlierst. Und wenn ich mir jetzt so die Paarungen heute angucke oder wenn ich mir angucke, wer auch mit auf der Strecke geblieben ist, Ajax Amsterdam ist auch auf der Strecke geblieben, haben uns vor 2 Jahren noch aus dem Miniturnier geschossen. Also es sind auch ein paar mit uns auf der Strecke geblieben, sage ich jetzt mal, wo man nicht unbedingt gedacht hat, passiert. Aber das soll alles keine Entschuldigung für Frankfurt sein. Aber es ist halt einfach dieser Modus und das haben wir letztes Jahr schon diskutiert, ob er gut ist, sei dahingestellt. Er wird sicherlich besser mit dem kommenden Jahr oder mit der kommenden Saison 25, 26, wenn dann halt noch ein zweiter internationaler Wettbewerb dazu kommt und dann wirklich nur der letzte sozusagen ins Gras beißt in diesem Turnier und die anderen auch noch eine Chance haben, international zu spielen. Okay, Und gut. Dann lass uns das erstmal wechseln von dem weg. Wir kommen später noch zur Champions League. Lasst uns gerade zur aktuellen Situation kommen, DFB-Pokal. Wie habt ihr denn das Wochenende so erlebt? Es gibt hier die Überschriften: Leverkusen erledigt seine Pflichtaufgabe in Karlsruhe, Essen gibt sich keine Blöße, Fortuna Köln wirft den Spitzenreiter zweite Liga raus, Arminia Bielefeld ohne Chance gegen Bremen. Das sind so die Headlines, die ich gefunden habe. Was wäre eure Headline? Union Berlin schmeißt RB Leipzig raus. Vor, ich glaube, auch wieder 3000 Zuschauer oder korrigiere mich, 4000, über 4000 war. 4000. Also, ja, wieder ein Highlight von Union, die wirklich ihren Weg da gehen und ja, ein Ausrufezeichen jetzt auch im Pokal gesetzt haben, indem sie den Erstligisten rausgeworfen haben. Das, denke ich, war schon eine Überraschung an sich, aber ja, auch ein Zeichen, wo die Entwicklung bei Union hingehen soll und im Moment auch hingeht. Okay, 4.186 Zuschauer und Zuschauerinnen laut fußball.de. Natürlich ein bisschen gerundet, aber die meistens stimmen die Zahlen. Ja, Charlotte, deine Begegnung, wo du sagst, Mensch. Ja, also ich sage jetzt mal Leverkusen, das war, glaube ich, ein Arbeitssieg. Also ich habe es zeitweise gesehen, habe mir den Livestream angeguckt, den konnte man ja gucken. Im Gegensatz zu Bayern München, die da Geld für wollten, dass man es gucken kann. Echt? Ja, also den konntest du nicht frei gucken, den Stream. Also das war, die haben halt hinten Beton angerührt, die haben da mit Mann und Maus verteidigt, die Karlsruherinnen. Und es hat ja auch lange nur 1-0 gestanden. Also von daher war das, glaube ich, ein absoluter Arbeitssieg in Karlsruhe gewesen für Leverkusen. Essen habe ich nichts gesehen. Potsdam gegen Viktoria habe ich auch so zeitweise den Stream gesehen. War jetzt auch kein fußballerischer Leckerbissen, sage ich jetzt mal. Und Da gab es zwei Treffer von Viktoria Berlin, die nicht anerkannt worden sind. Zwei Abseitstreffer. okay, ich habe nicht alles gesehen, ich habe nur so zwischendurch reingeschaut und dann überschnitt sich das ja auch mit dem Union Berlin-Spiel gegen Leipzig. Und da habe ich natürlich dann das Union gegen Leipzig gesehen, das Spiel. Ja, das war auch, denke ich, ja, in Summe verdienter, denke ich, Sieg von Union gewesen. Die haben alles reingeworfen, was ging. Und Leipzig hat irgendwie kein Mittel dagegen gefunden. Die haben es einfach nicht geschafft, dagegen anzugehen, gegen die Verteidigung oder und vorne auch im letzten Drittel da die Stiche zu setzen und aufs Tor zu kommen. Und was mir nur auch aufgefallen ist, habe ich auch geschrieben, also ich fand Andrade mehrfach sehr unsportlich in dem Spiel, hat dann auch irgendwann schlussendlich die gelbe Karte gekriegt, nachdem sie sich vor eine Unionsspielerin gestellt hat, um einen schnellen Anstoß oder Freistoß ausführen zu lassen. Also das fand ich schon sehr unsportlich, dafür hat sie dann auch endlich gelb gesehen. Hat auch sonst, glaube ich, ziemlich, wo es nur ging, irgendwie
zugehauen, sage ich jetzt mal. Also Okay. nicht im wahrsten im Sinne des Wortes, sondern. Also ich habe Hertha BSC gegen Wolfsburg gesehen, wie das immer so ist. Der Favorit hat anfangs Probleme, sich einzufinden. Hertha hat natürlich auch grandios gekämpft, hat alles in die Waagschale geschmissen, hatte sogar die erste Konterchance und Merle Fromm stand genau richtig, sonst hätte es 1-0 für Hertha gestanden. Ansonsten das Ergebnis klar und deutlich und gibt es überhaupt keine Zweifel, dass Aber es Wolfsburg hat so. auch 20 Minuten gedauert, bis das erste Tor fiel. Und Ja, das war ja. dann der Dosenöffner, ne? Das erste Ja. Tor. Danach haben die das auch, oder davor haben die das auch wirklich leidenschaftlich verteidigt. Und die Torhüterin von Berlin hat auch einiges noch vereitelt, dass das nicht noch höher Genau, ausgegangen ist, das Ergebnis. das ist die Thomas oder Thomas. Ich weiß nicht, ob es eine Engländerin ist. Auf jeden Fall hat sie hervorragend gehalten. Beim ersten oder zweiten Tor, na gut, da hätte sie vielleicht ein bisschen anders reagieren können müssen. Aber das soll jetzt kein Vorwurf sein. Sie hat insgesamt hervorragend gehalten. Bei dem Freistoß von der Wilms, Entschuldigung, von der Wilms, da war sie machtlos. Also es war ein hervorragender Freistoß von der Seite geschossen. Der ging wie ein Strich ins lange Eck. Ja, wie es halt so ist, ne? Die Favoriten, die müssen sich da erstmal eingewöhnen, gerade am Anfang der Serie und die Underdogs. Hi Dieter. Servus. Servus. Heute in Potsdam. Potsdam habe ich gesagt. Heute sind wir im Sand. Heute seid ihr im Sand. Ja, sowas Gestern bescheuert. noch in Potsdam, heute schon im Sand. Genau, gestern. Wie war die Anreise? Kurz, wir sind ja hier von Offenburg. Ihr seid von Ja, Offenburg. wir sind FC Bayern Fanclub aus Offenburg, die Bazi Südbaden. Und wir unterstützen unser Team, die Damen wie die Herren, hier im Sand immer, wenn sie hier spielen. Letztes Jahr die zweite Mannschaft von den FC Bayern Damen und heute die erste Mannschaft. Okay, wie sieht das denn aus? Wie fühlt ihr euch denn heute? Seid ihr, werdet ihr das Spiel gewinnen? Ist es ein schwerer Gegner, SC Sand? Was glaubt ihr? Pokal ist immer ein ernstzunehmender Gegner, egal gegen wen. Aber als deutscher Meister und Supercup-Sieger müsste das eigentlich hier zu packen sein. Ne? Stimmt das? Darf ich Gibt umschwenken? mich recht, ja. Gibst du recht? Ja, klar. Das dürfte machbar sein heute. Okay, aber wird ein schweres Spiel gegen Sand bei dem Platz und Ja, Platzverhältnissen. bei den Platzverhältnissen auf jeden Fall, ja. Aber die haben bestimmt ihre Chance, keine Frage. Ich bin jetzt nicht so bei der Sander Mannschaft, jetzt weiß ich. Aber sie haben letzte Woche 6-2 gewonnen gegen München Gladbach Ja. mit Konterfußball und das werden sie heute genauso machen. Da geht. Aber ich gehe davon aus, dass die Mannschaft, unsere Mannschaft, das auch weiß und der Trainer und dann sich darauf einstellen wird. Ne? Ja gut, ihr habt ja eine Vielzahl an Nationalspielerinnen, Ja. Ausland, Inland, also das müsste Aber die eigentlich. Leistung muss ja trotzdem stimmen. Ne? Die muss stimmen. Egal, was für Name hier spielen. Ne? Immer mit Respekt. Immer mit Respekt. Unsere erste Mannschaft der Herren hat es letztes Jahr leider auch vergeigt in Saarbrücken. Und deswegen ist es einfach so, dass man jedes Spiel ernst nehmen muss. Ne? Ja, klar. Okay. Ja. Möchte noch jemand was dazu sagen zu dem Ich Spiel? möchte noch jemand sich zu Wort melden. Letzte Chance im Stimmung, Livestream. letzte Chance. Superball! Einfach mal die. Ah, jetzt habt ihr gehört, wie die Stimmung bei den Bayern ist. Vielleicht kann Sand da ja was gegen unternehmen. In Gefahr, in Gefahr, heißt das Saal. Und wir erinnern an diesen München einmal auf München. Die Underdogs setzen dagegen. Und da komme ich dann gleich Bayern München gegen Sand. Da war es ähnlich. Sand hat gekämpft, hat geackert. Da war es natürlich so, dass gleich in der zweiten Minute eine Riesenchance war von Leonie Greil, wo der Ball übers Tor flog. Da wäre wahrscheinlich Mahle auch ja, machtlos gewesen. Also hätte man durchaus führen können. Also die erste Chance war beim SC Sand. Aber dann eine Chance von Sidney Lohmann, Konter, frei vor der Bude, abgewehrt von der Torhüterin, hervorragend gemacht, gut reagiert.
Ja, und dann war es eben irgendwann mal so weit, dass eben ein schöner Steckpass kam. Daniele Haare hat einen schönen Steckpass auf Damjanovic gespielt und die hat natürlich dann frei vom Tor gleich die richtige Ecke sich ausgesucht und hat Tor gemacht zum 1-0. Ich habe es nicht gesehen, weil ich gerade über die andere Chance geschrieben habe, habe es nur in der Wiederholung gesehen. Ja, und dann hat sich Bayern München einfach durchgesetzt, ja. Und klar und deutlich gewonnen. Und das hat auch der Trainer zugegeben, das haben alle zugegeben. Bayern München war eindeutig überlegen, war spielerisch, läuferisch überlegen. Und irgendwann sind auch die Kräfte geschwunden. Und als in der zweiten Halbzeit die Nationalspielerin reinkam, wie Julia Quinn, dann hat es eben halt gezappelt nochmal, ne, im Netz. Ne. Hast du das Spiel gesehen, Andreas? Ich war ja da gerade am Rückflug, also ich habe auch nur die Zusammenfassung hinterher gesehen. Ja, insgesamt natürlich sehr zufrieden. Ich meine, 6-0 in Sand, das war so in der Deutlichkeit nicht zu erwarten. Und wenn wir jetzt davon reden, Underdogs gegen die Mannschaften der Bundesliga, ja, Sand ist immerhin zweite Liga und da eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen wird. Also da musste erstmal 6-0 gewinnen. Deswegen finde ich schon, dass Bayern die Aufgabe sehr gut gelöst hat, weil es eben zweite Liga vorne und nicht dritte Liga oder noch drunter die Underdogs, ne? Also in Sand kannst du auch Schwierigkeiten kriegen. Und deswegen bin ich da schon sehr zufrieden. Und ich denke, Alex Strauß war auch zufrieden. Er konnte dann auch, als das Spiel mal, ja, vom Ergebnis her ziemlich in trockenen Tüchern war, durchwechseln. Hatte ja vorher rotiert mit vier Spielerinnen rausgelassen und konnte dann allen ein bisschen Minuten geben. Also insgesamt war es ein positiver Tag für die Münchnerinnen. Aber auch für Sand, denke ich, die einen tollen Zuschauerzuspruch hatten. Und wenn man deinen Bericht gehört hat, dann war auch die Stimmung sehr gut. Und von daher war das rundum, glaube ich, ein gutes Pokalspiel. Also es waren 2.378 Zuschauer und Ah. Zuschauerinnen in dem Spiel. Es war ein schönes Rahmenprogramm dort gegeben und die Stimmung war gut. Und wie gesagt, Sand hat alles reingeworfen, hat wirklich tapfer gekämpft, aber die spielerische Überlegenheit, die Schnelligkeit, auch im Kurzpassspiel, die Genauigkeit, da waren dann teilweise doch die Sandspielerinnen überfordert. Und deswegen ganz klar und deutlich, Bayern hat verdient gewonnen. Alexander Fischinger meinte, vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Ja, mag sein, aber das waren tolle Tore. Da waren tolle Tore dabei. Also zum Zungenschnalzen, ja. Also wirklich. Stanley Dallmann, wirklich schöne Tore gemacht, ja. Stanley, ja, die ist da aufs Tor zugelaufen. Und ganz trocken unten ins Eck rein. Die Torhüterin ist noch runtergetaucht und auf einmal war der Ball da hinten im Netz. Und ich hab zu Fischinger gesagt, wie, 2-0? Er auch. Guckte, ja, 2-0. Also, ja, weil das aus dem Nichts kam. Das war irgendwie, war das nicht vorhersehbar in dem Augenblick. Ganz trocken unten rein. Bam. Oder der Kopfball von Schüller nach dem Freistoß, dieser Dropkick von Linda Dahlmann. Also Julia Quinn wird eingewechselt, legt sich den Ball sofort hin zum Freistoß lang rein, wird zu so knapp abgewehrt. Der Dahlmann genau vor die Füße und die nimmt den sofort an und haut den oben in den Winkel rein. Also diese 2.300 Zuschauer, die haben, wenn sie nicht alle Bayern-Fans waren, aber sie haben hervorragende tolle Tore gesehen. Und das war das Eintrittsgeld wirklich wert. Also muss man ganz ehrlich sagen. Hallo Maler, kurze Stellungnahme zum Spiel. Wie war's? Ja, es war richtig cool. Also es hat richtig Spaß gemacht hier zu spielen. Die Fans waren laut, war eine schöne Atmosphäre. Wir haben, glaube ich, gut gespielt und verdient gewonnen. Und ich glaube, so haben wir uns das vorgestellt. War das auch in der Höhe verdient? Ja, doch. Also ich meine, erste Sand hat alles reingeworfen, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass wir heute schon wirklich gut performt haben und uns die Tore auch erarbeitet haben, weil wir auch nicht aufgehört haben. Ja, wie das aus Sander Sicht ist, weiß ich nicht so genau. Alles klar. Da möchte ich noch eine Frage stellen zum Studium Okay. Raumfahrttechnik. Tolles Studium, ne? Was macht man da so?
ja, grundsätzlich viel Mathe. Okay. Es ist das Maschinenbau als Grundstudium und die Schwerpunkte habe ich im Bereich Raumfahrttechnik. Interessiere ich mich für und es macht mir Spaß. Was ist das? Du hast ein Projekt im Augenblick, habe ich gelesen. Kann das sein? Ich habe mit einem Team zusammen ein Segelboot gebaut. Okay. Und das ist, das Projekt läuft gerade noch, beziehungsweise das Boot ist soweit fertig, aber die Regatta dazu kommt noch. Das heißt, der Cup, wo die Unis gegeneinander antreten, der kommt dann jetzt noch. Okay. Und da hoffen wir, dass wir erfolgreich sind. Super. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Okay, danke. Tschüss. Hallo, Sanja. Hallo. Ja, das Spiel ist zu Ende, 6-0 verloren. Hast du das Spiel so gesehen? Also erstmal war es schön, dass ganz viele Leute da waren. Die Stimmung war richtig gut. Und es ist natürlich eine Ausnahmesituation, gegen so eine Top-Mannschaft zu spielen. Deswegen haben wir einfach versucht, alles zu genießen. Am Ende fällt es etwas zu hoch aus, würde ich sagen. Aber da sieht man auch die individuelle Klasse vom Gegner. Aber wir haben alles reingeworfen, wir können uns nichts vorwerfen. Und es war einfach eine schöne Erfahrung. Absolut. Ihr habt gekämpft, habt geackert, gerackert. Und gegen den amtierenden deutschen Meister kann man auch mal in dieser Höhe verlieren, oder? Ja, wir haben das einfach als Highlight gesehen und wollten das ganz isoliert betrachten von unserer Saison. Einfach diesen Tag genießen und dann ist aber der Fokus auf der zweiten Liga und dort spielen wir ja oben mit und da haben wir auch mal ein bisschen mehr den Ball und können selber Akzente nach vorne setzen. Da freuen wir uns jetzt einfach drauf. Okay, vielen herzlichen Dank für das Statement. Andreas, herzlichen Glückwunsch. Eine Runde weiter. Und jetzt muss man schauen, dass man ein bisschen Losglück hat, ne? Glückwunsch an die Mannschaft. Ich saß im Flieger, ich konnte nur Daumen drücken. Den Glückwunsch hat die Spielerin verdient. Ja, das ist schon richtig. Ja, und insgesamt auch die Fanschaft, waren beide unwahrscheinlich fair. Ja, das Bengalo-Abbrennen am Beginn des Spiels, das musste nicht sein. Das war auch völlig unnötig. Weiß nicht, also sowas kommt dann wieder in Spielbericht, dann wird wieder drüber entschieden, Geldstrafe, ja, nein, wer war es, waren es Bayern, waren es Sander und das waren Bayern-Fans und was soll's. Das wird kosten. Das sicher kostet das, das sind dann wieder 2000 Euro oder was dabei rauskommt, muss alles nicht sein, war unnötig. Man hat es, bei mir am Platz habe ich es gerochen, sie haben es natürlich sofort nach Aufruf ausgemacht. Das ist natürlich gut gewesen. Aber ansonsten tolle Stimmung, faire Stimmung, überhaupt keine Frage. Das war toll. Ja, noch irgendwas zu den Pokalspielen? Also Duisburg. Also Köln halt, ne? Dass sie da, ich sag jetzt mal, lange zurücklagen und erst in der 84. Minute sozusagen der Ausgleich kam, dass sie in die Verlängerung gerettet hat und dann halt im Elfmeterschießen, das waren ja, keine Ahnung, das waren ja 8 oder 9 Elfmeter, die da pro Mannschaft geschossen worden sind, bis es zur Entscheidung schlussendlich zugunsten von Gladbach kam. Man hat das Spiel nicht gesehen, ich kann wenig dazu sagen, aber irgendwie hat Köln schon wieder Probleme ohne Ende. In Leipzig verloren, jetzt Pokal ausgeschieden. Jetzt kommt am Wochenende Essen. Macht es auch nicht einfacher. Also irgendwie kriegen die das nicht in den Griff irgendwie. Und sie haben ja jetzt nicht eine Mannschaft, die jetzt nur unerfahrene Spielerinnen hat, sondern eher sehr erfahrene Spielerinnen verpflichtet. Ich meine, klar, schlimm, dass fällt der Name jetzt nicht ein. Annalena Stolze. Leipzig so schwer verletzt hat und jetzt mit Kreuzbandriss für diese Saison ausfällt. Ist tragisch, aber sie haben mit Billa, mit Feiersinger schon auch Leute geholt, die langjährige Erfahrung haben und eigentlich auch wissen, wo das Tor steht. Oder das verwundert mich jetzt wieder, dass sie doch da wieder die gleichen Probleme haben wie die Jahre vorher. Okay, gut. Ja, die schade, dass man so wenig Pokalspiele sehen konnte. Ich glaube, es hätte sich wirklich gelohnt. Und vielleicht gibt es demnächst mehr Streams zu sehen. Und dann können die Zuschauer, die Leute auch da mehr Pokalspiele sehen, weil es lohnt sich wirklich. Also wie gesagt, die Underdogs, sage es einfach mal Underdogs, die kämpfen, die fighten und das ist dann auch
kein schlechter Fußball. Das ist absolut kein schlechter Fußball, wenn man Hertha BSC gegen Wolfsburg gesehen hat. Also das war kein Rumgebolze oder so, sondern das war schon ansehnlicher Fußball. Ja, und ich denke mal, wenn das, ich sage jetzt mal, Leverkusen hinkriegt, von Karlsruhe einen Stream zu machen, ja. Ich meine, ich erwarte da ja nicht das super duper tolle Bild oder sowas, aber dass man zumindest ein Bild hat. Die hatten ja auch in Karlsruhe hat die Charlotte Stoll, nee, wie heißt das, Soll, die Torhüterin, die Verletzte, mit einem zusammen das kommentiert das Spiel. Wölfe TV hat es hingekriegt, und wenn es Zweitligamannschaften sind, warum man dann nicht das Sport TV, Total TV nutzt oder sowas. Da sind Kameras da, dass man sowas dann nicht auch nutzt und es vielleicht auch darüber überträgt. Muss ja auch nicht unbedingt immer auch großer Kommentator dabei sein oder Nein. Kommentar. Ich glaube, mir wird manchmal schon einfach ein laufendes Bild lang. Wölfe TV hat Und das auch jetzt? gut gemacht. Die haben sich ein bisschen abgewechselt in der Kommentierung, die Ja. zwei, die das gemacht haben. Ist doch alles in Ordnung. Und wenn dann vielleicht sofort die Torschütze nicht erkannt wird, meinetwegen vom Gegner, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann können die ja Ja. nachblättern oder sie hören einfach mal, was der Stadion durch, was die Stadion durchsagen sagt. Ja. Ich habe, ja, ich würde jetzt diesen DFB-Pokal abschließen wollen, wenn wir jetzt nichts mehr haben, weil, wie gesagt, das. Nochmal Info vielleicht, Auslosung nächste Woche, Montag nach dem Ja. Spiel in Hoffenheim. Okay, und Bundesliga ihr spielt. spielt Mittwoch gegen Erfurt. Fort, das letzte Spiel, genau. Genau. Und dann hatte ich ganz kurz ein paar interessante Zahlen, und zwar nicht jetzt jede einzelne Zuschauerzahl, sondern die zweite Runde 23/24 hatte 36.044 Zuschauer. Dabei muss man berücksichtigen, dass St. Pauli gegen HSV gespielt hat. Da waren damals 19.700 noch was Zuschauer. Das hat natürlich den ganzen Schnitt ein bisschen nach oben gerissen. 75 Tore hat es damals gegeben. Und jetzt komme ich zu 24/25. Im Augenblick sind wir bei 18.040 Zuschauern mit 58 Tore. Also Frankfurt muss sich dann anstrengen, da mal ein bisschen an der Bilanz zu schrauben und zu drehen. Auf jeden Fall ist es sicherlich ein guter Durchschnitt mit 18.000, weil dieses Highlight-Spiel musst du einfach rausnehmen und realistische Zahlen betrachten. Seht ihr das ähnlich? Ja, Zustimmung. Also wenn man jetzt Sand sieht mit 2.300 oder Union mit 4.186, das ist doch eine tolle Zahl. Oder Hertha BSC mit 3.086, das ist ja auch eine schöne Zahl. Ja. Bei Union waren ja auch ein paar gewesen gegen Potsdam. Bei Viktoria gegen Potsdam, sorry. Ja, im Moment, da habe ich 1.250. Ja. So. Gut. Auf jeden Fall, das lässt sich gut an, und das Interesse der Zuschauer ist da. Ja, muss man einfach mal sehen, dass man da hingeht. Ne? Man kann nicht immer nur meckern, ne? Dass ein Livestream fehlt oder weiß der Teufel was. Heute zum Beispiel wurde die Begegnung Wolfsburg ausgelost, und da gab es dann diese Interviews, die ich ja auch verteilt habe. Der erste Kommentar, wo sieht man es? Also, das war gerade mal ausgelost. Wo sieht man es? Ja, wo sieht man es? Und das ist das, was mich so nervt. Das war auch die Woche irgendwo, wo es um Champions League Quali ging. Immer wieder diese gleichen Fragen in der Gruppe. Keiner kapiert es irgendwie mal. Das Zoom überträgt jetzt schon, ich weiß nicht wie lange. Es informiert sich auch keiner. Also wenn jetzt die Gruppenphase anfängt, wird das genau das Gleiche gefragt werden. Wer überträgt es, ja? Und das ist so, was ich denke, das ist so, also mich nervt das inzwischen so ein bisschen. Ja, du kannst auch als Gruppenadmin oder
auch die anderen Leute, die posten was rein in die Gruppe, egal in welche Gruppe. Da nimmt sich keine Gruppe was. Dann kommt unten drunter eine Frage. Die Frage würde aber beantwortet sein im Text. Man muss nur aufs Bild drauf drücken oder auf den Link drücken und dann kommt man zu der Antwort. Also manche sind wirklich zu bequem. Gut, mir passiert es auch mal, dass ich überschnell eine Frage stelle, aber es sind ja fast immer dieselben, ja, die dann eine Frage stellen. Also das ist irgendwie, und keiner bemüht sich da auch irgendwie. Ich hatte ja da auch letztens eine Diskussion mit einem da gehabt und wo ich sage, ja, muss er halt auch mal gucken, ja. Auch mal selber Google anschmeißen oder ja, was auch natürlich immer, auch ja. das. Gut. Wollen wir die Champions League Auslosung mal kurz dazwischen reinnehmen? Ja, okay. Also. Hecken gegen Arsenal. Was sagt uns das? Also zunächst mal sagt uns das, dass Arsenal das Mini-Tournament diesmal überstanden hat. Das ist ja schon mal sehr positiv. Ja, und jetzt eben Hin- und Rückspiel gegen Hecken. Hecken hat in der letzten Saison in der Gruppenphase, wenn ich es recht in Erinnerung habe, gegen Real Madrid zweimal gewonnen. Hat, glaube ich, gegen Chelsea unentschieden gespielt. Also sicher, die haben auch wieder Top-Spielerinnen verloren, aber unterschätzen bitte nicht. Das muss man erstmal lösen, diese Aufgabe. Aber wir sind froh, dass wir jetzt so weit sind in diesem Hin- und Rückspiel-Playoffs. Und ja, da kann man zumindest eben über zwei Spiele die Aufgabe angehen und nicht in einem K.O.-Spiel. Schauen wir mal, ja. Okay, Florenz gegen Wolfsburg. Das ist so eine Begegnung, die heute ausgelost worden ist. Florenz ist italienischer Fußball. Also sie haben 1-0 gewonnen, ihr erstes Meisterschaftsspiel gegen Neapel, haben letztes Jahr den dritten Platz, glaube ich, gemacht. Oder vierten? Dritten, ne? Den dritten Platz. Schwer ausrechenbar, würde ich sagen. Ja, man weiß nicht. So. Oder du, ja, es sind schon ja erfahrene Spielerinnen drin. Es spielt Breitner, die mal in Hoffenheim gespielt hat, ist da. Es ist Vero Boquet, die jetzt viel Erfahrung hat. Also es ist schon ein sehr bunt gemischter Haufen da, auch mit internationaler Erfahrung. Also ich glaube, so ganz unterschätzen sollte man die nicht. Also von daher. Wir haben Ajax rausgeschmissen im Miniturnier, wobei, glaube ich, Ajax im Moment auch insgesamt, glaube ich, ein Problem hat. Die haben den holländischen Supercup gegen Twente, glaube ich, mit 1-6 verloren. Die haben einige Spielerinnen verloren. Leuchter ist weg. Also von daher ist da auch sicherlich so ein Umbruch. Aber ich glaube, es ist ein interessanter Gegner. Ja, ich glaube auch. Also den darf man nicht unterschätzen, Andreas, ja, oder? Unterschätzen, sage ich ja immer, sollte man keinen, aber von den möglichen Losen, die Wolfsburg hätte kriegen können, ist das sicherlich eines der angenehmeren. Die waren Dritter in Italien. Dass Roma und das Juve da international gut mitspielen können, das wissen wir. Ich weiß persönlich über den Kader von Florenz zu wenig, um sie einschätzen zu können. Aber ja, bei den Ansprüchen, die Wolfsburg hat, muss dieses Los machbar sein. Es ist sicherlich angenehmer als gegen Juve oder gegen Paris FC. Und wenn man den Gegner nicht unterschätzt, das mit Respekt und Ernsthaftigkeit angeht, dann wird sich Wolfsburg durchsetzen. Okay, das ist ja mal ein Statement. Ja. Ja. Also es sollte zumindest der Anspruch sein, sage ich das jetzt mal. Es sollte der Anspruch sein, ja gut. Ja. Die werden das auch so angehen, das Spiel, bin ich fest überzeugt. Aber italienische Mannschaften sind immer wieder unangenehm. Das war im Männerbereich immer so und das wird auch im Frauenbereich so sein. Die werden immer einen schönen Riegel reinschieben und die sind auch mit dem 1-0 zufrieden. Also das wird echt schwierig werden, bin ich fest überzeugt. Auch, ich kenne die Mannschaft auch nicht, aber wie gesagt, der italienische Fußball, das ist einfach so. Gut, wünschen wir auf jeden Fall Wolfsburg viel Erfolg. Eine deutsche Mannschaft zusätzlich muss man haben, ne, in der Gruppenphase. Ja. Sporting Lissabon
Gegen Real Madrid, das wäre natürlich ein Traum gewesen, ne? Real Madrid, oder? Charlotte? Ja, wäre mal eine andere Stadt gewesen, mal wieder. Nein, Spaß beiseite. Ja, die Frage wäre, ob es dann, wenn wir weitergekommen wären, wir auch das Los bekommen hätten. Keine Ahnung. Weiß man ja nicht, ob das dann passiert wäre. Weil die Aber Kugel ja. schwerer war, Eintracht. Ja, keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht, ob es dann so passiert wäre Ja. auch. Nein. Wird man jetzt Okay. sehen, wie sich das Sporting gegen durchsetzt oder nicht durchsetzt. Sicherlich auch Real Madrid mit unter anderem Leupolz jetzt im Kader. Eigentlich immer eine interessante Mannschaft von den Spielerinnen her, aber an Barca kommen sie halt immer nicht vorbei. Das ist immer Okay. leider so. Das Gut. ist Es ist auch eben irgendwie. eine enttäuschende Champions League-Gruppenphase gespielt, aber sie haben jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Spielerinnen dazugeholt. Von den Namen her ist der Kader unglaublich stark. Die Frage ist halt, wie schnell wird aus diesen vielen neuen mit den verbliebenen Spielern jetzt ein richtiges Team? Sind die schon so weit? Weil es ist ja noch sehr, sehr früh in der Saison. Also, das könnte das Einzige sein, was es ein bisschen schwierig macht. Aber an sich sehe ich Real in dem Duell schon als klaren Favorit. Okay, gut. Auch das können wir, glaube ich, jetzt erstmal abhaken. Weil ich Ja. noch einen hast du noch, Das gut. hast du noch unterschlagen, Paris FC gegen Man City. Ja, habe ich unterschlagen. Ist vielleicht der Schlager in der Runde, oder? Weil Wenn was man die Paris. Leistungsstärke vom letzten Jahr sieht von Paris und Ja. was die da veranstaltet haben, Wolfsburg rausgeschmissen, Und Arsenal ja. vorher in der Gruppenphase. Und wir wissen, dass Man City zuletzt sowohl im Mini-Tournament als auch in diesen Playoffs gescheitert ist. Also die haben es zuletzt nie in die Gruppenphase geschafft. Also deswegen, da erwarte ich ein ausgeglichenes Spiel. Ja, von den Namen her würde man jetzt Man City vielleicht favorisieren, aber das ist ein offenes Spiel, denke ich. Paris FC hat letztes Jahr gezeigt, zu was die imstande sind. Und ja. Okay, alles klar, gut. Können wir, ich glaube, Lassen wir beiseite uns legen. überraschen. Lassen wir uns überraschen. Wie Überraschen gesagt, die an der anderen einen oder Mannschaften anderen können Stelle. wir schlecht einschätzen. St. Pölten, Benfica und die Gegner, Hammarby, gut. Schwedische Mannschaft immer gut gewesen, aber wie man die einschätzen kann, weiß man nicht. Was wir Das auch wäre. letztes Jahr schon gesagt haben, die Paarungen in diesem Meisterweg, wenn man sich die anguckt, da sind halt Namen dabei, und da werden Mannschaften in die Gruppenphase kommen, die sicherlich schwächer einzuschätzen sind, wie Mannschaften, die in diesem Ligapfad schon ausgeschieden sind. Also Ja. dieses Modell ist nicht ganz so glücklich, und wir haben es ja vorhin schon gesagt, nächste Saison gibt es dann zumindest eben dieses Sicherheitsnetz, dass Mannschaften, die da frühzeitig ausscheiden, in einem anderen europäischen Wettbewerb noch dabei sind. Also zum Ja. Beispiel ist auch Atletico Madrid raus. Schon im ersten Spiel gegen Rosenborg. Ich war im Stadion, habe es gesehen. Ja, auch da, Madrider Spielerinnen haben hinterher wirklich, die standen da und haben geheult, wurden vom Trainerteam dann getröstet. Die haben nicht verstanden, was eigentlich passiert ist. Sie haben 1-0 geführt bis zur 90. Minute. Rosenborg hat eine Torchance gehabt in der 90. Minute, und das war der Ausgleich. Und in der Verlängerung genauso. Die haben wieder eine Standardsituation, gingen sogar 2-1 in Führung, am Ende ins Elfmeterschießen, und dann war Atletico plötzlich draußen. Also dieses Modell mit dem Mini-Tournament und Liga und Meisterpfad, ich finde es nicht so glücklich, weil tatsächlich eben stärkere Mannschaften auf der Strecke bleiben. Aber gut. Gut, wer sich interessiert für die kompletten Begegnungen, wer es noch nicht erfahren hat, geht bitte auf UEFA.com. Gut, die Spiele finden statt. Hinspiel am 18. 19. September und Rückspiel 25. 26. September. Nur damit das klar ist. Ja, gehen wir mal jetzt aus dem internationalen Geschäft ins nationale. Google Pixel Frauen-Bundesliga startet. Zweite Frauen-Bundesliga geht es weiter mit dem dritten Spieltag.
also gestartet, geht's weiter. Bayern München hat den Fokus gelegt, hat der Strauß gesagt, auf das nächste Spiel. Und das gegen RB Leipzig Ja, am Freitag. am Freitag, ich werde am Campus dabei sein. Leipzig natürlich jetzt nach dem Ausscheiden im Pokal schon kräftig unter Druck. Die haben ja jetzt nur noch die Liga und haben da nicht gut angefangen. Also die müssen in München schon schauen, dass sie, eigentlich müssen sie schauen, dass sie was mitnehmen, aber das wird Bayern versuchen zu verhindern und gut zu starten. Ja. Ich erwarte, dass sich Leipzig hinten reinstellt und Bayern eben Lösungen finden muss. Schauen wir Also mal. was ich festgestellt habe oder was ich so im Gefühl habe, Bayern ist konteranfällig. Wenn der Gegner tief steht, schnell umschaltet, wenn also Bayern aus irgendwelchen Gründen mal den Ball verliert, dann der Gegner umschaltet, ruckzuck über die Außen kommt, dann sind sie anfällig. Aber gut, muss man abwarten. Rasenballsport, Leipzig ist ja nicht so gut in die Runde so gestartet jetzt, ne? Ja gut, Kaiserslautern, sie haben gegen Wolfsburg. Köln gewonnen, also sie sind zumindest mit einem Sieg in die Liga gestartet. Ja, ich meine das jetzt. Ja, aber jetzt mit dem Pokal. Kaiserslautern, Wolfsburg, bei allem Respekt, aber das muss Wolfsburg gewinnen. Da gibt es kein Vertun. Wenn sie also um die Meisterschaft weiterspielen wollen, dann müssen sie in Jena müssen sie gewinnen. Da geht kein Weg dran vorbei. Nach dem 3-3 gegen Werder Bremen sind sie wirklich unter Zugzwang, ne? Ja, aber ich glaube, dass sie das gewinnen werden. Ja, denke ich auch. Und auch Werder deutlich Bremen am gewinnen werden. Samstag um 14 Uhr gegen Turbine Potsdam. Turbine Potsdam ist sehr optimistisch, jetzt auch durch das Weiterkommen. Werder Bremen 3-3, natürlich jetzt gegen Wolfsburg. Eigentlich das Spiel gewonnen, kann man sagen, wenn diese Entscheidung nicht gewesen wäre. Die sind natürlich auch euphorisch. Ne? Werder Bremen ist ja wieder erstarkt oder ist ja richtig eine starke Truppe geworden, ne? Oder? Also ich glaube schon, dass das Bremen gewinnen wird. Also ich glaube nicht, dass da Potsdam irgendwas holen wird in Bremen. Dann am Sonntag Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Ui. Mama. Ja, es spielt Also ja ich erstmal glaube. im Pokal. Dann muss man sehen, dass Ja. man da verletzungsfrei rauskommt und vielleicht auch nicht sich zu sehr verausgaben muss. Und dann spielt man am Sonntag dann in Leverkusen. Das ist auch so eine Wundertüte Leverkusen, ne? Ist und Ja, bleibt ich so, glaube, wir ne? haben was gut zu machen aus der letzten Saison in Leverkusen. Von daher werden sie hoffentlich alles dran setzen zu gewinnen. Aber und die Siegtorschützin von der letzten Saison weilt zum Glück in Kolumbien. Von Man daher. kann ja, ja, in welcher Minute, der 90. plus 5. hat sie zugeschlagen, ne? Ja. Von daher bin ich jetzt mal positiv gestimmt, dass wir da doch das gewinnen oder für uns entscheiden. Es, Bender ach, die meinte ich Bänder, dir, okay. Ach so, Florian ja, das Bender, war ja. jetzt einmal Bänder und einmal die Ja. González. Ja. Ja, die Gut. Gonzales ist da, die ist nicht unterwegs, meinte ich. Dann Köln gegen Essen. Essen Köln nicht ist überzeugend mächtig, mächtig. weitergekommen. Köln ist mächtig unter Druck. Ja. Ja. Die stehen mit nichts da. Also von daher wird das ein interessantes Spiel, wie sie sich da versuchen zu motivieren und das Essen schwer zu machen. Ich glaube, es war letzte Saison, haben sie sich ja auch einmal so einen ziemlichen Schlagabtausch geboten. Also von daher. Aber der Druck, wie Köln mit dem Druck umgeht. Ich denke, Okay, Essen kann befreiter Andreas, aufspielen. siehst du das ähnlich mit dem Druck? Ja, nach dem Pokal aus eben. Ja, Ja, ja. also ja, beide eigentlich unter Druck nach dem ersten Spieltag. Und ich, ja, schwer einzuschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Essen in Köln alle 3 Punkte mitnimmt.
Aber ja, schauen wir mal, ob die Köln. Irgendwann muss Köln ja auch mal das Potenzial ausschöpfen, das eigentlich in der Mannschaft steckt. Und vielleicht kriegen sie es ja jetzt auf die Reihe, aber ich habe so eher Essen im Gefühl, dass die das Ding gewinnen könnten. Montagsspiel, Hoffenheim gegen Freiburg. Hoffenheim hat 7-0 gewonnen, sicherlich gegen den Regionalligist. Freiburg hat 3-2 in der Meisterschaft gewonnen gegen Leverkusen durch diese Elfmeter, nee, verloren, Entschuldigung, diese Elfmeterentscheidung. Die wäre Haben natürlich jetzt. Protest eingelegt. Da bin ich gespannt, wie der DFB mit diesem Protest umgeht und dem Ja. letzten Elfmeter. Ich würde jetzt sagen, es wird schlussendlich als Tatsachenentscheidung ausgelegt werden und wird unterm Strich nichts bringen. Und ich hoffe, dass das nicht zu so einem Shitstorm sozusagen in Anführungszeichen gegen Freiburg wird, wie das Gemotze von Nürnberg letztes Jahr gegen die Schiedsrichter, dass das nicht so ein bisschen zum Bumerang wird für Freiburg, dieser Protest, aber wird man sehen. Okay, versuchen kann man es ja, aber es Ja. weiß nicht, macht in dem Fall, glaube ich, keinen Sinn, weil es wirklich Auslegungssache ist, Bewertung, Wahrnehmung der Schiedsrichterin, wie hat sich die Torhüterin bewegt, hat sie die Schützin irritiert, ist das gegeben? Und wenn die dann nur vage antworten kann, dann war es das, ne? Ja. Weil die wird auch sagen. Ich habe da kein Vergehen gesehen, also von deswegen wird das Ja. wahrscheinlich zurückgewiesen. Zweite Frauenbundesliga geht es weiter mit dem dritten Spieltag. HSV gegen SC Sand ist natürlich die Top-Begegnung, würde ich sagen, an dem Spieltag, wenn ich das so richtig überblicke. Da Union wird gegen Weinberg, also gegen den es. Tabellenführer. Ach ja. Also, Weinberg das werde allerdings ich auch mit. ausgeschieden beim Pokal. Ja. Unglücklich wohl. Aber ich denke auch, da wird Berlin das Ding gewinnen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Die wollen hoch in die erste Liga. Und zwar unangefochten. Die machen da keine Kompromisse. Ja, HSV gegen Sand wird sicherlich ein interessantes Spiel. Kann Sand sich nochmal richtig beweisen? Aber diesmal müssen sie dann auch sehen, dass sie dann auch vorne die Tore machen, wenn sie gegen HSV spielen. Ne? Freiburg 2 gegen Meppen. Meppen ist im Augenblick noch nicht so gut drauf. Nee. Die müssen sich irgendwie erst noch eingrooven. Die müssen sich wirklich nur eingrooven, ja. Eingrooven mit neuem Trainer und allem. Das ist. Aber jetzt gegen Aufsteiger SC Freiburg sollte eigentlich machbar sein, dass sie da rauskommen aus dieser kleinen Ergebniskrise. Ne? Ja. Bayern München 2, Frankfurt 2. Weiß nicht, wie München jetzt so drauf ist, war ja letztes Jahr, waren die ja auch nicht so gut gewesen, sind ja auch, haben ja eigentlich fast die ganze Saison unten drin gesteckt Ja, irgendwie. Weiß nicht, kann auch man jetzt schlecht neues einschätzen. Trainerteam, also von daher kann ich schwer beurteilen jetzt München. Ja, okay. Kann ich. Gut. Union haben wir schon gesagt gegen Weinberg. Gütersloh gegen Bochum ist auch eine Spitzenbegegnung. Also Gütersloh, die wollen mit Sicherheit nach oben. Bochum möchte das natürlich auch. Wird interessant. Ich hoffe, dass in Gütersloh dann viele Zuschauer kommen, weil diese Begegnung hat es mit Sicherheit in sich, ne? Ja. Andreas, was meinst du? Schwer einzuschätzen noch so früh in der Saison. Aber allein durch die Tatsache, dass eben drei hochkommen in der zweiten Liga, ist dieses Jahr ja, der Kreis derer, die da oben mitspielen wollen, sehr, sehr groß. Und da gehören mit Sicherheit eben beide auch dazu, Gütersloh und Bochum. Also interessantes Spiel auf jeden Fall. Ja, Ingolstadt schlecht gestartet, Pokal raus, Meisterschaft nicht gut gelaufen gegen Gladbach, 6-2 verloren gegen Sand in Sand.
Also eine Begegnung von zwei Mannschaften, die jetzt mal langsam aus der Pötte kommen müssen und Punkte sammeln. Ne? Riecht so nach Unentschieden irgendwie, weiß nicht. Das Ja. Nürnberg will natürlich auch ganz gerne wieder hoch. Ne? Andernach ist auch so eine Mannschaft, wo man nicht weiß, sie sind jetzt ausgeschieden aus dem Pokal. Ne? Auch wohl unglücklich, aber gut, man weiß, man hat es ja nicht gesehen. Ne? Ja, Nürnberg Favorit, Ja, ganz. ne? Würde ich auch sagen, Und Heimvorteil. spielen Ne? zu Hause, genau. Ja, der Heimvorteil spricht dafür. Gut, Ja. okay. Ja, dann haben wir noch was vergessen. Man hat gar nichts von aus Essen gehört zur Verletzung von Meißner gehört, oder? Habt ihr was gehört? Nein. Dabei nur ein jetzt, was, wenn man schon wieder überlegt, was wir für Verletzungen schon wieder haben in der gerade begonnenen Saison. Ja, passiert schnell, ne? Im Training, Ja. ohne gegnerische Einwirkung im Spiel. Das alles ist frustrierend teilweise, ja. Ja. Gut, okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich danke, dass ihr Danke. dabei wart. Wir haben so einiges besprochen, auch etwas Kritisches besprochen mit dieser Schlägerei. Da bin ich gespannt, wie da die Meinungen kommen. Also für mich ist das nicht tragbar, absolut nicht tragbar. Und das gehört nicht zum Fußball, weil es ist Sport. Jeder kann sein Abzeichen tragen. Jeder kann seine Gesinnung da zeigen, ohne dass er Ja. angefeindet werden muss oder wird geschlagen oder auch bepöbelt werden. Ja. Also das ist das Allerletzte. Ne? Okay. Ja, vielen Dank. Dann schalte ich aus. Ja. Tschüss. Ciao. Das war wieder eine Ausgabe aus dem FF Frauen Fußball Leidenschaft. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, erste Liga, zweite Liga, Nationalmannschaft und alle anderen Themen aus dem Bereich des Frauenfußballs.